In Hamburg sitzt er mitten auf dem Gänsemarkt. Eine Hand lässig in die Seite gestützt, in der anderen ein Buch. Sein Finger klemmt zwischen den Seiten. In Berlin posiert er mit wehendem Mantel im Tiergarten. Auch hier ein Buch in der Hand. Wer ist Gotthold Ephraim Lessing, dieser berühmte Mann, der als einer der wichtigsten Schriftsteller des 18. Jahrhunderts und als der Aufklärungsdichter überhaupt gilt? Sanft und wach blickt er uns von Gemälden entgegen. Nicht zufällig trägt er Rüschenhemden und stattliche Mäntel. Sich modisch zu kleiden war Lessing wichtig, auch wenn er kaum Geld dazu hatte. Und so groß wie seine Bedeutung für die Nachwelt ist, war seine Körpergröße nicht. Klein war er und stämmig. Eigensinnig war Lessing schon als kleines Kind. 1729. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com